Personal Branding, Personenmarke, die Führungskraft als Marke. Wichtige Themen, insbesondere in der Zeit, wo wir jetzt langsam ja zum Ende der Pandemie oder zumindest der Pandemie-Restriktion, wie wir sie bisher kannten, kommen. Da ist natürlich die Frage, wie baue ich mir so eine Marke auf? Denn tendenziell werden viele erlebt haben, in manchen Branchen ist weniger los, andere Branchen wiederum werden geflutet mit Menschen, die jetzt plötzlich dort irgendwo eine Rolle spielen möchten. Und da ist die Frage natürlich, was macht denn eigentlich eine Personenmarke aus? Und da haben wir heute den Experten hier. Herzlich willkommen, Ben Schulz. Hallo, herzlich willkommen. Hi. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir starten auch direkt ins Thema. Ich erinnere mich noch, du hattest ja während der Pandemie so Leute, die solche Aussagen gemacht haben wie, ich habe mich persönlich gegen Online-Auslieferung entschieden. Ich frage mich ja, was bei diesen Menschen dann vorgeht. Aber die Frage ist ja, wenn ich jetzt in eine Welt komme, die sich ja ziemlich verändert hat und viele haben ja eine Marke mal aufgebaut und diese Marke steht jetzt in einer völlig veränderten Welt. Heißt es jetzt zurück zur Normalität, wir machen weiter wie vorher oder hat sich da jetzt viel getan in Sachen Branding während der Pandemie? Also es hat sich grundsätzlich sehr viel verändert und ich würde es mal wirklich so sagen, die Standardmechanismen, die wir vor allen Dingen vor der Zeit, wo die ersten Lockdowns dann kamen und vor Corona, waren die Mechanismen auf ganz vielen unterschiedlichsten Ebenen schon anders. Also wenn es um das Thema geht, wie gehen wir zum Beispiel als Marke mit Kommunikation um? Zum Beispiel so ein Ding hat sich verändert im Sinne von, naja, wie wird heute zum Beispiel Messenger-Systeme genutzt, um Kommunikation und Vertrieb umzusetzen im B2B-Bereich als Personenmarke? Also da merken wir allein schon an diesem Beispiel, und viele haben das ja sicherlich auch bei LinkedIn gemerkt, das boomt, die Art zu kommunizieren ist anders. Heute ist nicht mehr, das hat man ja früher gesagt, wenn man eine E-Mail-Adresse von einem potenziellen Kunden vielleicht hat, dann ist das Gold wert. Heute redet man mehr darüber, wenn man eine Handynummer hat, ist das viel mehr wert als eine E-Mail-Adresse. Ist klar, hat sich natürlich auch durch Messenger-Systeme, auch wie WhatsApp zum Beispiel, wo WhatsApp als das Social Media auf Platz One-Instrument steht heute, hat sich einfach gezeigt, wie Kommunikation sich verändert hat. Und ich glaube, und das ist auch ein wichtiger Punkt zum Thema Branding und zum Thema Personal Branding, wir haben es mit einer neuen Norm zu tun, jetzt auch mehr und mehr, vor allen Dingen auch jetzt nach der Pandemie. Und diese neue Norm hat verschiedene, unterschiedlichste neue Aspekte, die auf Personenmarken natürlich Einfluss haben. Das heißt, wenn ich jetzt, das ist ja ein großes Problem, wenn ich jetzt aus dieser Pandemiezeit rauskomme, heißt das doch für viele erstmal, also nicht nur Unsicherheit, sondern vor allen Dingen auch Orientierungslosigkeit, oder? Na, zumindest das Riesenproblem ist, was die Pandemie gezeigt hat, ist eine Offenbarung von Selbstständigen, von Führungskräften, von Inhabern. Und zwar Offenbarung auf unterschiedlichsten Ebenen. Einmal die Offenbarung, wir sind schlecht aufgestellt. Zweite Offenbarung, wir leben in oder haben vorher in Schlaraffenland-ähnlichen Zuständen gelebt, jahrzehntelang. Und wir waren eigentlich nie darauf vorbereitet, wie man in Krisen- und Extremsituationen auf einmal sich neu erfindet. Total verrückt. Und das Ganze könnte man jetzt so weitermachen. Das heißt, wo der sogenannte Transformationszwang jetzt entstanden ist durch die letzten zwei Jahre, ist natürlich, dass dieser evolutionäre Prozess auch gerade durch die Digitalisierung so maßgeblich war, dass wir uns gar nicht mehr überlegen können oder uns die Frage stellen können, haben wir Lust darauf? Sondern jeder, der sich nicht verändert hat oder jetzt vor allen Dingen zeitnah sich verändern wird, wird nur noch die Rücklichter sehen. Und das wird natürlich schon ein ganz dramatischer Punkt sein, weil durch Corona, durch die Pandemie hat es eine hohe Geschwindigkeitsaufnahme dieser ganzen Veränderung nun mal gegeben. Das war ein Brandbeschleuniger für sehr viele Themen. Und eines der Brandbeschleuniger, was es ausgelöst hat, ist sicherlich dieses ganze Thema Human Touch. Also alles, was mit Personality, mit Nahbarkeit, mit Erlebbarkeit zu tun hat, da hat sich total verändert. Human Touch ist für viele, die vielleicht mit dem Thema Personal Branding noch nicht so zu tun hatten. Was heißt das? Es geht um das Thema Personality First. Also ich will es mal ganz einfach erklären. Früher hat man zum Beispiel im Vertriebssetting, wenn es darum geht, Kunden zu akquirieren, ganz stark in diesem ganzen Thema Push gedacht. Ne? Man muss Pushy-Vertrieb machen, Pushy-Kommunikation, nach vorne, aggressiv etc. pp. Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass das ganze Thema Nahbarkeit, Authentizität,
Erlebbarkeit eher Richtung Pull sich entwickelt hat. Also es geht stärker um Sog. Wie generiere ich denn Sog? Ich generiere Sog, indem ich echt bin, indem ich erlebbar bin, indem ich vor allen Dingen auch genug Content auch produziere. Deswegen ist zum Beispiel auch dieses ganze Thema in der Kommunikation Content-Marketing so extrem wichtig geworden. Und das in Kombination mit diesem Human Touch, also dieser Menschlichkeit, so will ich es mal bezeichnen, ist etwas, was maßgeblich in den letzten Monaten sehr, sehr aktiv geworden ist. Vor allen Dingen, und es ist auch für Führungskräfte entscheidend, und das haben die meisten gemerkt, die auf einmal Teams in Remote führen mussten, naja, wie kriege ich denn über den digitalen Weg, wenn mein ganzes Team auf einmal zu Hause im Homeoffice hockt, wie kriege ich denn da den Human Touch hin, dass sie mir trotzdem vertrauen als Führungskraft? Das ist gar nicht so einfach. Und deswegen ist dieser Aspekt gerade im Personal Branding ein Baustein der neuen Norm geworden. Personal Branding, der Human Touch, ist einer, ich würde sagen, von 6 Faktoren, die es braucht, in dieser neuen Norm zu denken. Und als Führungskraft, als Inhaber, als C-Level, als Manager, da wirklich in eine Ebene und in eine neue Zeit einzutauchen, in der man wirksam sein kann. Ja. Das ist nämlich jetzt, das wäre direkt meine nächste Frage jetzt auch gewesen. Deswegen werfe ich die direkt mal hier rein. Wenn wir jetzt sagen, wir haben Remote Work, und das wissen wir ja nur, Remote Work wird ein großer Bestandteil sein. Ich möchte natürlich eine Identifikation mit der Marke, ich möchte Personal Branding haben, aber wenn Leute von zu Hause aus arbeiten, dann ist es doch eigentlich so, dass den Leuten relativ egal ist, ob da jetzt Sarah oder Peter oder José auftaucht irgendwo mir gegenüber, weil ich arbeite halt irgendwo und wer mir jetzt beim Zoom gegenüber sitzt, ist mir doch erstmal egal. Wie schaffe ich es dann, überhaupt eine Markenverbindlichkeit und vor allen Dingen eine Personenmarke aufzubauen, wenn ich nicht mehr die Option habe zu sagen, wir sehen uns ja ohnehin 5 Tage die Woche im Büro? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, und ja, das wissen wir alle, das war ja auch so ein Trend in den letzten 1-2 Jahren, ist dieser Begriff, ich will ihn mal nennen, Purpose. Was ich damit meine, ist, es geht um die Frage, auch wenn die Leute im Homeoffice sitzen, geht es um 2 Komponenten in dem Bereich Purpose. Es geht einmal um das Thema der Sinnhaftigkeit. Kann ich als Führungskraft den Menschen, die ich zu führen habe, auch in Remote, verständlich machen, dass das, was wir hier tun, sinnvoll ist, die Sinnhaftigkeit erklären, sie überzeugen, dass sie an dem Purpose der Company, der Purpose der Führungskraft mit partizipieren. Und hier passiert jetzt eine Kombination zwischen Sinnhaftigkeit und Authentizität. Das heißt, wenn ich als Führungskraft die Symbiose aus Sinnhaftigkeit und Authentizität in eine Form bringe und wir Menschen, wir wollen uns mit anderen Menschen identifizieren. Wir laufen nicht Neutren hinterher, sondern wir wollen Menschen folgen. Ich sage ja immer, eine Führungskraft, die in einer Funktion führt, haben Untertanen. Echte Leader haben Follower. Und das ist hier genau der Punkt. Wenn ich es hinkriege, als Inhaber, als Führungskraft, den Purpose, also die Sinnhaftigkeit in Authentizität, also in dieser Kombination, rüberzubringen, und zwar auch über digitale Formate, über Remote, über die Art, wie auch mein Führungsverständnis ist, dann ist das etwas, was auf Personenmarke einzahlt, weil es mich einmalig macht und meine Werte und die Dinge, die mir wichtig sind, erlebbar macht und greifbar macht. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, den es braucht, gerade wenn ich Teams in Remote führen muss. Absolut. Dann würde mich ja jetzt mal, weil du bist ja da auch als Agentur direkt mit an der Quelle, mich würde mal interessieren, triffst du auf sehr viel Offenheit zu dem Thema? Denn die meisten, zumindest meine Erfahrung, tun sich ja mit Veränderung eher schwer. Jetzt werden einige natürlich während der Pandemie dazu gezwungen sein. Wie ist deine Erfahrung, wenn du jetzt Leute mit dem Thema konfrontierst oder eventuell auch Leute bereits dann irgendwie sehen, es läuft nicht mehr so richtig. Sind die offen, sich so zu verändern? Weil das kann ja bei vielen Menschen eine Arbeitsweise und auch ein sich präsentieren, ein sich selbst leben und erleben, das 20, 25 Jahre lang existierte, komplett verändern. Wie ist es da mit der Offenheit dem Thema gegenüber? Also grundsätzlich hast du vollkommen recht. Dieses ganze Thema Veränderung ist etwas, was der Mensch natürlich nicht will. Und ich sage das ganz ehrlich, wir Menschen sind eigentlich nur in 2 unterschiedlichsten Situationen bereit, sofort eine Kehrtwendung zu machen und zu sagen, ich nehme nicht mein Ego jetzt in den Vordergrund, sondern ich bin bereit, mich zu verändern und das zu tun. Das ist eigentlich nur in dem Format A, wenn wir verliebt sind,
dann gehen wir über Grenzen. Und das zweite ist, wenn wir bis zum Hals in der Scheiße stecken. So, das heißt, das sind diese zwei Momente, in denen wir wirklich bereit sind, A, uns neu zu erfinden und bereit sind für Veränderungen. Was ich ganz interessant finde, ist doch zu merken, in den letzten 2 Jahren ungefähr, würde ich sagen, es gibt so 3 Gruppierungen zu erkennen. Egal, ob das eine Führungskraft, ein Inhaber, ein Selbstständiger ist, die kann man alle in so 3 Bereiche kategorisieren. Die einen haben verstanden, wir stehen mit dem Rücken an der Wand und Veränderung ist jetzt einfach auf dem Plan. Es kann nicht so weitergehen wie die letzten Jahrzehnte. Und Blödsinn wäre auch zu sagen, wir jammern unserem alten Overhead-Projektor hinterher. Das macht keinen Sinn. Also wir verändern uns. Und die sind bereit, sich zu verändern. Und die verstehen das. Und die sagen, wir müssen uns diesen neuen Gesetzmäßigkeiten einfach hingeben, weil das ist Veränderung. Wir wollen uns weiterentwickeln. Und dann sind die offen für diese Themen und haben verstanden, wir müssen in dieses Thema investieren. Dann gibt es die 2. Kategorie von Menschen, wie sie damit umgehen. Das sind die sogenannten Beobachter. Das sind die Menschen, die sagen, naja, wir gucken mal, ob sich Facebook durchsetzt. Ja. Oder wir gucken mal, ob sich das mit den Videokonferenzen auch so weiterentwickeln wird. Mhm. Wir beobachten das mal und sitzen das ein wenig aus. Die werden früher oder später merken, dass ihre Liquidität zu Ende gehen wird. Ja. Und die werden auch merken, dass rechts und links auf einmal Companies und Führungskräfte an ihnen vorbeirauschen und sie überholen werden. Viele von denen kriegen das aktuell noch nicht mit, aber das sind so Aushocker. Und dann gibt es einen kleinen Teil von tatsächlich Menschen, die nach wie vor, immer noch nach fast 2 Jahren Pandemie und Veränderungen im Markt, meinen, das ist alles völliger Mumpitz, das geht alles so nicht. Wir müssen die alten Formate und Standards beibehalten. Wir müssen wieder zurück zur alten Norm. Und das sind die Verweigerer. Ja. Und da sage ich dir ganz ehrlich, die letzte Kategorie von Menschen, und auf die bin ich auch in den letzten Monaten auch ab und zu auch immer mal wieder gestoßen, da merke ich, da verliere ich dann die Lust, weil auch Missionieren an der Stelle dann auf einmal keinen Sinn mehr macht. Und ich dann einfach sage, ganz ehrlich, tut mir gefallen, meldet euch bei der armen Spiepel an, aber ruft mich bitte nie wieder an. Das heißt also, es wird Leute geben, die dann, was glaubst du, nehmen wir jetzt mal an, wir nehmen mal nicht die 1. Kategorie, nehmen wir jetzt mal die 2., diese Beobachter. Das Hauptproblem dabei ist ja meistens, diese Leute zu überzeugen, dass sie sich verändern müssen, weil die sehen, dass die Liquidität im Ende geht, die sehen, dass andere Firmen sie überholen. Dennoch ist man dem Thema ja eher kritisch gegenüber, weil es ja nicht so anfassbar ist. Es ist halt keine Maschine, man kann nicht hinstellen, man kann es nicht testen. Wenn plötzlich jemand kommt und sagt Personal Branding, sagen die, oh, da wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Wenn jetzt Leute hier zuhören, die sagen, wir brauchen das, absolut wichtig, aber wenn ich zu meinem Vorstand gehe, sagen die, alles Quatsch. Wie überzeuge ich denn Menschen, die davon selber entweder noch nicht gehört haben oder noch nicht überzeugt sind, dass das wichtig ist? Es sind aus meiner Sicht sind es 2 Aspekte. Der eine Aspekt ist, den ich immer wieder bringen kann, ist ein Satz, der eigentlich nicht totzusprechen ist und der einfach seine Berechtigung hat. Der heißt, Menschen kaufen bei Menschen. Das ist etwas, das kann ich nicht schönreden. Menschen folgen auch Menschen. Menschen folgen keine Firmen, sondern Menschen folgen Menschen im ersten Sinne. Warum? Weil das ist so verankert. Wir sind in uns, in unserer Persönlichkeit, in der Psychologie ist klar, wir identifizieren uns am schnellsten mit dem Menschen. Also der Punkt ist, Menschen kaufen bei Menschen heißt im Klartext, dass das ganze Thema Human Touch, also Personality First, einer der wichtigsten Faktoren in Zeiten der Unsicherheit und in Zeiten der Veränderung, wo wir Vorbilder brauchen, wo wir Menschen brauchen, denen wir vertrauen, ist etwas, wo wir sagen, damit schaffen wir die höchste Identifikation und zwar übrigens auch bei Mitarbeitern. Weil wenn wir über Motivation und Identifikation sprechen, reden wir über Emotionen. Wir reden nicht über eine Fachkompetenz, weil ich die 2 Sachen nicht delegieren kann. Also wenn ich Identifikation will, wenn ich Motivation will, wenn ich Follower haben will, geht das nur über den emotionalen Weg. Wie kann ich Emotionalität hinkriegen? Über Personality. Erlebbarkeit. Ich bin derjenige, der Galionsfigur ist und der sich vorne hinstellt und sagt, Leute, ich habe einen Dream. I have a dream. Wollt ihr mir folgen? Ja oder nein? Und das ist etwas, was ich aufladen kann, wo andere Menschen sagen, Mensch, das ist, hier erlebe ich etwas, wo das, was der sagt und das, was der lebt, das ist identisch, das ist passgenau. Übrigens, das ist auch so ein Ding.
Personality und Human Touch bedeutet, Menschen erleben mich so authentisch, dass das, was ich sage, das auch ist, was ich tue. Und das, was ich tue, auch das ist, was ich sage. Mhm. Das hat natürlich auch eine Konsequenz. Und viele im Management haben das Riesenproblem, dass das, was sie sagen, oftmals nicht das ist, was sie tun. Mhm. Und dann fängt es an, vor allen Dingen in Führung und in der Glaubwürdigkeit von Mitarbeitern zu Führungskräften hin echten Gap zu geben, weil sie sagen, naja, ich erlebe meinen Chef nicht so, dass das, was der sagt, auch morgen noch gilt. Ja. Und ich erlebe ihn anders. Und das ist natürlich etwas, was, wenn wir über Marke reden, natürlich ein schlechtes Markenimage für mich als Führungskraft oder Inhaber natürlich baut. Also das ist die eine Geschichte. Menschen kaufen bei Menschen. Der zweite Aspekt, der wichtig ist, das mit reinzubringen, ist dieses Thema, dass wir gemerkt haben, vor allen Dingen durch die letzten 2 Jahre, wie funktioniert Überzeugung? Also wie sind die Mechanismen, Menschen zu bewegen? Und das finde ich ganz spannend. Gehen wir mal auf die aktuelle Situation gerade. Wenn wir mal uns, und wir sind ja jetzt hier kurz vor den Wahlen, unsere 3 Superkandidaten uns gerade angucken, die wir in Deutschland als Kanzlerkandidaten haben. Mhm. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist die Wahl zwischen A, B oder C eine Vollkatastrophe. Und man weiß es von Studien mittlerweile, dass eigentlich die Mehrheit der Deutschen eigentlich niemanden von den dreien haben will. Mhm. Echt eine Katastrophe. Also wenn wir mal hier über Marke nachdenken. Es sollte doch gerade in der Politik eigentlich sein, dass man denkt, die haben doch die absoluten Oberprofis und vor allen Dingen auch die Budgets bei solchen Wahlkämpfen, dass man die Personenmarke auf das Genaueste dahin ausrichtet, wo man sagt, hier ist unsere Wahlzielgruppe und hier sind die, die wir erreichen können. Das scheint ja aber nicht funktioniert zu haben in diesem Wahlkampf. Nee, das hat deswegen nicht funktioniert, weil du merkst einfach in dieser ganzen Thematik, dass es nur um eine einzige Sache geht. Es geht nur um Parteipolitik. Mhm. Es geht nicht um Deutschland. Es geht auch nicht um die Wahl von, dass wir das Volk wählen lassen wollen. Wer denn, mal ganz abgesehen davon, auch diese ganzen Gespräche, die es gibt im Fernsehen, diese Talkrunden, ne, Triell und was weiß ich nicht noch, wo dann die 3 Kandidaten auftauchen, ganz ehrlich, völliger Mumpitz. Wir sind nicht in den USA. Das Volk wählt ja überhaupt gar nicht den Bundeskanzler. Und das heißt, wenn wir mal uns hier angucken, wie das eigentlich abläuft, auch mit den Parteien, ganz ehrlich, dass von der Union, jetzt werde ich ein bisschen konkreter, und das darf ich auch, aber wenn von der Union jetzt hier gesagt wird, naja, wir stellen nun mal einen Kanzlerkandidaten auf, der von der Union kommt und nicht von der Schwesterpartei aus Bayern, obwohl ich sagen würde, der Bayerische wird es wahrscheinlich besser gewesen sein als wir alle anderen 3, die da stehen, dann kann man natürlich sich schon die Frage stellen, warum, wenn man doch weiß, dass hier vielleicht eine höhere Sympathie ist und ja, es ist eben nicht einer von der CDU, sondern von der CSU, warum schafft man es nicht, über seinen Schatten zu springen und zu sagen, wir wollen doch, dass derjenige mit dem, vielleicht mit den interessantesten Followerschaften, mit den vielleicht höchsten Sympathien doch in der Lage ist, hier ein Land zu regieren. Also das ist einfach so ein Ding, wo man einfach merkt, hier läuft einfach viel, viel parteipolitisch und da hat es gar nichts mehr mit den Personen zu tun, wirklich. Ja. Wenn wir jetzt das Interview abzurunden, wenn jetzt Leute sagen, ich höre das hier gerade, prima, wir brauchen das, das passt zu uns. Und gerade wenn Leute sagen, bei uns ist Personal Branding immer noch eher, das kennst du vielleicht so, Firmenlogo auf dem Polohemd ist draufgestickt, dann sind wir ja jetzt personal gebrandet. Das meinen sie doch nicht, wahr, Herr Schulz? Nicht ganz. So. Wenn Leute sagen, weil ich habe damals einen Vortrag von dir in Köln gehört, wo es genau darum ging, dass Personal Branding mehr ist als das Firmenlogo auf dem Firmenhemd. Genau. Wenn jetzt Leute sagen, wir sind eher noch so auf dem Stand Firmenlogo auf dem Firmenhemd, dann kommt der Klassiker, wir sind eine konservative Branche, das kommt ja auch immer ganz gerne in Deutschland. Um das Interview jetzt hier abzurunden, was sind Ben Schulz' Top 3 Tipps, wenn Leute jetzt sagen, wir möchten überhaupt mal einen Anfang finden, wie wir in das Thema reinkommen? Deine Top 3 Tipps zum Abschluss. Das, was du gemeint hast mit diesem Thema, das Logo am Firmen hängt, hier geht es ja um dieses Thema der sogenannten Markenbotschafter. Ja. Und ja, Personal Branding, er hat auch was mit Markenbotschafter zu tun. Muss man übrigens differenzieren von den sogenannten Influencer, ja, auf Neudeutsch genannt, die man sucht, um eine Marke aufzuladen. Aber wenn es wirklich jemanden gibt, der sagt, Mensch, ich möchte damit anfangen, ist ein ganz entscheidender Punkt oder der erste Tipp für mich, ich kann das Thema Personal Branding, Markenbotschafter nicht an Mitarbeiter delegieren. Warum?
das Thema Markenbotschafter und Personal Branding gehört, und das ist number one, in die Führungsabteilung. Es gehört nicht in die Mitarbeiterschaft. Es gehört in die Führungsabteilung. Das heißt, meine Führungskräfte, der Inhaber, die Executives, Top-Level, C-Level, das sind diejenigen, die Markenbotschafter für die Company werden müssen. Das heißt, das sind die Galionsfiguren, die sowohl im internen Verhältnis wie auch im externen Verhältnis nach draußen, und ja, man kann jetzt sagen, aber eine gute Vertriebsabteilung mit vielen Vertrieblern ist ja auch Markenbotschafter. Das stimmt. Aber es geht in erster Linie darum, wenn es darum geht, wenn ich das anfangen möchte, intern in eine Company zu bringen, geht das nur über die Führungsabteilung. Das heißt, der erste Tipp ist, wer sind die Markenbotschafter und Markenbildner in meiner Führungsriege und wie kann ich sie noch stärker zu Markenbotschafter machen? Zum Beispiel, indem ich ihnen verhelfe, dass sie einen besseren Auftritt auf einem Businessportal wie in LinkedIn haben, dass sie eine Kommunikationsbühne haben, indem sie zum Beispiel an der einen oder anderen Stelle einen Blogbeitrag, eine Pressemeldung, vielleicht in einem Video auftauchen und. Also präsent sind. Darum geht es. Ne? Menschen folgen Menschen. Das ist zum Beispiel so der erste Tipp, den ich machen würde, zu sagen, naja, wenn an dieses Thema, dann gehört Personal Branding, Markenbotschafter mit auf die Führungsriege. Der zweite Punkt ist, um sich diesem Thema zu nähern, ist ganz klar, wie kommunizieren wir, und zwar nicht statisch, sondern über die Erlebbarkeit, und das funktioniert über Menschen, wie kommunizieren wir nach außen in den Markt? Also Beispiel, wie wird meine Vertriebsabteilung erlebt? Wie wird mein Support oder vielleicht meine Beschwerdestelle erlebt? Wie wird der Innendienst erlebt? Wie schaffen wir Erlebbarkeit? Und vor allen Dingen, und das ist gerade bei Firmen ein komplexes Thema, habe ich gerade aktuell bei einer großen Company das ganze Thema, wie können Leitbilder einer Firma erlebbar werden, und zwar bis zum kleinen Mann an der Maschine. Und das funktioniert auch nur über Menschen. Das funktioniert nicht, indem ich das Leitbild einfach ins Foyer hänge, wie die 10 Gebote. Wird ja gerne gemacht, oder? Unsere Werte, gemacht. Unsere Mission, solche Geschichten. Ja? Aber ganz ehrlich, die Leitbilder, die in Foyers hängen, sind doch in Wirklichkeit einfach nur Grabsteine. Keine Sau interessiert sich das. Und im Endeffekt sagen die Menschen in der Halle, ganz ehrlich, dann hat sich doch das Management oben im Büro ausgedacht. Ja. Und auch hier geht es darum, wie können wir Leitbilder erlebbar machen über Human Touch, über Personality. Ne? Also Personal Branding ist etwas, was nicht für nur die One-Man-Show interessant ist oder für einen Promi. Personal Branding findet dort statt, wo Menschen auf Menschen treffen. Und das ist das, was die letzten 2 Jahre massiv entwickelt wurde oder wo man gemerkt hat, man, da ist ein Bedarf. So, und jetzt kommt der dritte Tipp, den ich machen würde. Der Inhaber muss viel stärker in den Vordergrund, sprich in die Außenkommunikation. Das bedeutet nicht, dass wir zum Beispiel wie ein Jochen Schweizer oder ein Herr Hipp jetzt in jedem Werbespot sein muss. Weil da wollte ich gerade fragen, was ist, wenn Leute sagen, das passt überhaupt nicht zu mir oder ich kann das nicht oder ich will das nicht? Ja, ich sag mal so, das Spannende ist, das ist im Endeffekt am Anfang erstmal nur eine ganz bumsblöde Ausrede. Weil wenn ich Inhaber bin, bin ich auch in der Lage, und vor allen Dingen, wenn ich auch einem Laden oder einem mittelständischen Unternehmen vorstehe, dann bin ich jemand, der ein Unternehmergen hat und ich möchte wirksam sein. Und hier kommt ein ganz entscheidender Punkt zu sagen, wie können wir auf eine artgerechte Art und Weise, artgerecht für den Inhaber, aber trotzdem eine Kommunikation entwickeln, dass hier auch eine Erlebbarkeit auf der Inhaberebene stattfinden kann. Und zwar sowohl intern wie vor allen Dingen auch extern. Und das sind Dinge, die man in einer guten, und zwar langsam, das geht nicht von jetzt auf gleich, sondern in einer guten Entwicklung systematisch mehr und mehr auch nach oben schieben kann, weil, was hat das für eine Konsequenz? Interner Bereich, klar, Identifikation, hatte ich vorhin gesagt, markentechnisch, Markt, auch keine Frage. Aber der dritte Aspekt, es geht um das Thema Arbeitgebermarke. Und wenn wir darüber mal nachdenken, zu sagen, wie kann ich attraktiv als Arbeitgeber werden, und zwar durch Erlebbarkeit, durch Empathie, durch Personality, durch Sympathie vor allen Dingen auch, dann zahlt das auch auf diesen Bereich ein. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, der von vielen unterschätzt wird, gerade wenn es um Aufbau von Arbeitgebermarken angeht. Gerade dieses Thema Personal Branding an der Stelle von Inhaberseite auch gut zu nutzen.
Sehr schön. Hier haben wir, glaube ich, gesehen, wie wichtig das Thema tatsächlich für viele Organisationen ist. Und auch wenn Menschen eventuell noch ganz am Anfang stehen oder Organisationen eben auch, dass es eben für uns alle von essentieller Bedeutung ist, uns hier mit dem Thema zu beschäftigen. Und zwar völlig egal, in welcher Branche ich arbeite, völlig egal, auf welcher Position. Es ist extrem wichtig, dass wir einfach sehen, der Human Touch, das Personal Branding ist etwas, was uns in der Zukunft noch viel mehr begleiten wird. Es freut mich, dass wir hier heute einen Experten genau zu dem Bereich entsprechend haben. Und daher bleibt mir am Ende des Interviews nur noch eins zu sagen. Ben, vielen Dank für deine Zeit. Danke für deine Zeit. Bis dann. Tschüss.